Übertragen gestartet. Mal gucken, wer jetzt das kommt. Ja, Also bei einigen live. schwankt aber mal irgendwie der Ping, kann das sein? Ja, der schwankt ein bisschen, wir probieren es jetzt einfach. Ja, das Das kann liegt natürlich wahrscheinlich am Lachs PSN gewesen jetzt sein. hier, diese Peer-to-Peer-Verbindung wird wahrscheinlich schwer geschädigt sein dadurch, wenn die da Probleme haben. Wir sind auf Sendung. Okay. Das ist schön. Wenn ich jetzt was, dann mache ich mich wieder stumm. Ja, wir probieren es jetzt einfach. Mit 15 Minuten Quali und aus, fertig. Da würde ich dann auch noch mal einfach kurz was sagen, denn Leute. Das ist das Einfachste. Aber wenn du irgendwie eine Einführungsrunde machst mit fliegenden Start und so, ja. Das Problem ist, die hören uns ja jetzt schon theoretisch. Leute, das Problem ist, wenn wir jetzt einen fliegenden Start machen, dann müssen wir wieder wechseln. Vielleicht gibt es dann wieder ein Problem mit der Party, dann stimmt wieder da was nicht und lasst uns einfach diese scheiß 15 Minuten, dann können wir wenigstens noch heute das Rennen fahren oder wir verschieben das halt komplett. Sorry, da wird das Reglement angepasst, dass nach 4 Runden, ja, keine Ahnung. Hauptsache, wir können jetzt das Rennen fahren, schauen wir, ob es funktioniert. Und ja, Entschuldigung, ich habe das PSN nicht gehackt. Das war irgendein anderer. Ne, Wartungsarbeiten. Ja, die schreiben immer Wartungsarbeiten. Ja, also das ist der Standardspruch. Wartungsarbeiten. Hat die Putzrolle in Eimer umgekippt in irgendeiner Serverhalle? Ja, Stream und Bild geht bei mir auch. Machen jetzt einfach das Rennen, ich bin wieder raus. Wort an Bloody und Dings, das wird halt mal Nachtrennen. Da können wir ein bisschen trainieren auf unsere 24-Stunden-Rennen. Ja. Ich habe mit der Zeit Gut. überhaupt gar kein Problem, ne? Das Also ist für mich. erstmal danke für die Geduld, ja, die jetzt hier in der Lobby sind und fahren. Und natürlich auch vielleicht noch der eine oder andere, der vielleicht noch zuguckt. Das wird sich ja doch wahrscheinlich drastisch reduziert haben in der ganzen Zeit. Scheiße gelaufen. Machen jetzt halt diese 15 Minuten Quali. Fahrt raus, fahrt eine Quali-Zeit, versucht eine vernünftige Zeit hinzulegen und ja, alles andere im Rennen. So, dann fahre ich auch mal ein Stückchen raus, damit ich das Ganze hier beobachten kann über den Monitor. Totti, wir beide sind auch ein bisschen durch den Wind, oder? Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen irritiert und ein bisschen. Aber ich hab dich gleich wieder. Lotti ist ein bisschen arg leise. Also jetzt mal wieder Ja, okay. Profi. Besser? Jetzt ist gut. Jawohl. Ja, okay. Gut. Also, auf den Kurs. Moritz fährt, Threadhopper fährt, Banana fährt, Steel fährt, Dr. Gonzo fährt und Pat McMahon fahren. Rest noch in der Box. Natürlich mich und der Plotti. Und ja, Ekte mag noch nicht so ganz. Dann warten wir mal die nächsten 15 Minuten ab, wie die sich entwickeln. Besser gesagt 13. Ich hoffe, dass ja, alle Fahrer ihre Zeiten nochmal hinbekommen, einigermaßen wieder. Ja, dass es nicht zu groß durcheinander gewürfelt wird, weil das wäre schon schade, vielleicht dann für den einen oder anderen, der jetzt eine gute Zeit rausgefahren hat für sich selber vorhin. Und dass dann jetzt hier ja, das Qualifying wiederholt werden muss, natürlich ärgerlich in dem Fall. Aber aus Problemen lernt man und ne, dadurch wächst man nur mit. Oder? Ja, das sehe ich genauso.
Natürlich ist es immer schwierig, wenn man ein Problem hat und das erste Mal davor steht. Dann geht natürlich einiges durch den Kopf, vor allem wenn man dann sehr stark angespannt ist und ja, das noch alles in richtigen Bahnen läuft. Dann wird das natürlich schwierig, da die richtige Lösung im besten Moment zu bekommen. Ne? Und das ist natürlich hier schief gelaufen. Jo, ich will auch mal kurz was sagen, mein Lenkrad funktioniert nicht. Ist Ist komplett weg. Wir haben ja noch ein Warm-up und wir können dich ja dann noch mal einladen, oder? Ja, genau. Geht Pat? Ich hoffe, dass das Pad geht und du wenigstens eine Zeit fahren kannst. Gut, Warm-up gibt es noch. Schauen wir mal auf die Tabelle. Es ist bisher noch keine gezeitete Runde gefahren. Jeder ist jetzt gerade auf seiner schnellen Runde. Die ersten Zwischenzeiten kommen. Und da kristallisiert Sehen auch sich. gar nicht so schlecht aus bisher im Vergleich zum Qualifying, was wir vorhin abgehalten haben. Sicher braucht jetzt jeder erstmal nur ein, zwei Runden, weil wir ja vorhin noch ein Warm-up hatten. Ne? Und jetzt halt geht es direkt auf Zeit und dann auch noch unter Druck. 10 Minuten, ja, 11 Minuten haben wir noch. Das bedeutet, man könnte durchaus 3 Runden eben schnell fahren und dann müsste es sitzen. Ist natürlich auch ein gewisser Richtig. Druck, ne? Den jeder Fahrer jetzt hat. Ich hatte auch Druck, nämlich 1 Liter Tankfüllung Druck, aber das Ach. stimmt bei mir. Ah, okay, dann gucke ich jetzt auch nochmal nach dem Tank. Wir haben jetzt auch alles in Ordnung. Gut, erste Zeit, Pat McMahon 1:59,4. Red Tapper 1:57,3. Schiebt sich dadurch natürlich auf die 1 erstmal. Steel kommt rein mit 2:01. Und fährt direkt durch auf seine zweite schnelle Runde. Dr. Gonzo kommt rein mit 2:02. Der Moritz ist noch draußen, der müsste jetzt auch gleich reinkommen, genauso wie René. Kurze Frage, Markus, kannst du mir eine Einladung schicken? Ich nehme sie natürlich dann zum Warm-up und Selbstverständlich. Lenkrad geht wieder. Alles geht aber, ja. Selbstverständlich. Blöd Ich bin gelaufen. immer schon der AFK. Okay. Schauen wir mal René, ob er an seiner schnellen Runde im vorigen Qualifying anknüpfen kann. Er hat jetzt im Moment Ja, eine noch 1. nicht. Genau. Schauen wir mal kurz auf die Zwischenzeit. Wo ist er? Also sieht im ersten Sektor schon relativ gut aus. Das wäre auch im Moment die beste Sektorzeit, die gerade gefahren wird. Ja, wie man hier sieht, er findet seine Linie wieder direkt sofort. Er kann seine Leistung auf Anhieb wieder abrufen. Pat McMahon kam jetzt auch mit seiner dritten Runde, konnte er sich nach vorne schieben, wird aber direkt wieder durch Banana, der sich auf 1 katapultiert mit einer 1:56,7, wird Pat McMahon wieder auf 5 runtergeschoben. Und Elute kam auch eben rein auf 4 mit einer 1:58,6. Ich bleibe im Mal Moment sehen, ob bei René sich da noch. Ja. René. Ich bleibe gerade Genau, mal mal bei sehen, ob René, er da sich kommt jetzt verändern oder gerade. verbessern kann. René auf 1.
René auf 1,1563. Sehr schön. Ja, also wie gesagt, er kann auf den Stand hin seine Leistung komplett wieder abrufen, was sich natürlich für die Qualität des Fahrers auszeichnet. Schauen wir mal kurz. Aber auch die anderen, also die Reihenfolge ist ja sehr ähnlich, ne? Ja, kann man ganz klar erkennen. Ja, Banana auf 3,2, Red Hopper auf 3, Elüter auf 4, Pac-Batman auf 5. Hier hat sich ein bisschen was verschoben, dadurch, dass unser Mercedes-Fahrer Manu leider Gottes Lenkradprobleme aufwies und auf dem Qualifying jetzt nicht teilnehmen kann. Er wird aber im Warm-up dabei sein, muss allerdings dann von hinten starten. Ist natürlich keine besonders schöne Ausgangslage, aber ich denke mal, er wird sich hier auch sehr gut und wacker schlagen und durchaus, ich hege durchaus die Vermutung, dass er also im, sich im Mittelfeld wieder einfinden wird. Ja, Stiel auf 7 und Dr. Konzer auf 8 mit einer 202. Die ist annähernd so gut in Anführungsstrichen wie die im vorangegangenen Qualifying. Ja, gehen wir mal wieder auf die Strecke. Schauen wir mal, was die Fahrer da so fabrizieren. Stiel auf 7. René versucht auf jeden Fall seine Zeit nochmal zu bestätigen. Minute ist in der Box. Ich denke, er wird da nicht mehr rausfahren. Oder doch, er hat in jedem Fall noch eine schnelle Runde. Und die Einführungsrunde zeitgenügend ist noch. Richtig, also wer jetzt noch eine Zeit versuchen will, der muss natürlich jetzt raus. Ne? Ja. Sollte er nicht auf dem Kurs sein im Moment. Aber es sind alle unterwegs, ja, außer Elutte halt. Ist schon, guck dir mal die Zeit an, 1,56,317. Also es ist schon... Das ist nah dran an seiner vorherigen Zeit, ja. Ja. Also er war natürlich fast, ja nicht ganz, aber es war nochmal eine Hausnummer besser, ne? Aber zumindest hat er seine Pole Position, also bisher, ne, bis zum jetzigen Zeitpunkt hat er die natürlich wieder. Und bin mal gespannt, ob da vielleicht dann doch nochmal jemand drankommt jetzt in den letzten 4 Minuten oder nicht. Also wenn ich die Zeit mir so angucke, ist noch eine 1,55 dran, ne? Die traue ich mir jetzt auch noch zu. Durchaus, ja. Moritz Meyer 2 auf 1,56. Moritz, genau, der hat sich gerade eben verbessern können. Banana auf 3 mit 1,56 fährt jetzt gerade wieder auf die Zielgerade zu. Bleiben wir mal kurz hier. Kurze Frage, Männer. In die Lobby kann man ja schon. Das tut man ja erst, wenn man dann komplett ins Spiel reingeht, den Leck. Das müsste ja schon gehen. Kann ich weder verneinen noch bestätigen. Ich kann es nicht sagen, ob dann schon ein Leck kommt. Ja, jetzt haben wir natürlich die Überraschung. Banana mit einer 1,55,890 schiebt sich damit auf Platz 1. Das ist echt eine kleine Überraschung. Mal sehen, ob Breni da nochmal kontern kann. Er ist auf jeden Fall unterwegs. Die Zeit würde für jeden eine schnelle Runde im jeden Fall reichen. Die dürfte er also auch nochmal, er dürfte jetzt hier nochmal richtig Stoff geben. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Und er nimmt sehr schön die Kurven sehr eng. Nutzt jede Möglichkeit. Schalten wir mal schnell noch mal durch, wer hier noch auf der Strecke ist. Pat McMahon auf Platz 6 mit 1,59,424. Kommt jetzt auf die Zielgerade zu. Ja, und kann leider seine Zeit nicht verbessern. Konnte sie nicht verbessern, nein. Nein, er konnte sie nicht verbessern. René ist jetzt am Schuhmacher
Schumacher S ist, heißt das, ne? Schumacher S, ne? Ganz Ja. genau. Schumacher S fährt in die Kurve rein. Das ist jetzt hier oben. Mir hat es vorhin schon Das ist die gesagt. Warsteiner Kurve. Warsteiner Kurve, Ja, genau. dann geht es hier über die längere Gerade mit diesem Artmannbogen, der da drin ist, ja, Richtung NGK-Schikane heißt das Ding da am Ende. Nimmt er auch gut. Jetzt wird es nochmal Ja. spannend. Letzte Kurve. Noch eine Runde wird nicht mehr möglich sein. 1,55 sind nur noch. Die Sektorzeiten waren wirklich nicht schlecht. 1,55, ich Und fasse er es schafft nicht. es tatsächlich noch. Wahnsinn, ja, herzlichen Glückwunsch. Also Das ist Hut ab, dass er echt das nochmal Wahnsinn. kontern konnte, oder? Ja. Das ist ja echter Wahnsinn. Sehr gut. Ja, gucken wir uns die Tabelle an. Also wie gesagt, René auf Platz 1 mit einer Na, 1,55. Moment. Ja, bitte. Bleib noch mal bei Pat McMahon drauf, der ist noch auf dem Kurs und wir haben noch 1:20 Minuten, also er kommt auf jeden Fall auch noch so durch. Mal sehen, ob sich da noch was verschiebt. Auch letzte Schikane. Dann Auch schön Kurve genommen. 16, gut durchkommen durch die Kurve und raus beschleunigen. Der McLaren bleibt auf Auf Platz. 5. Und damit sind wir eigentlich durch. Auf Platz 6. Elute ist auf Platz 5. Entschuldige, Ja. natürlich. Ja, ich wollte dich nur ganz kurz korrigieren. Kein Problem, kann passieren. Ja, wie gesagt, der Endstand ist Platz 1 René, Platz 2 Banana, Platz 3 Moritz Meyer, Platz 4 Red Hopper, auf Platz 5 Elute, auf Platz 6 Pat McMahon, Platz 7 Steel, Platz 8 Dr. Conso. Und ja, Manu wird leider von hinten starten müssen. Es stellten sich eben gerade noch technische Probleme ein. Und wir können nur hoffen, dass er sein Rennen doch noch gut gestalten kann. Ja, wir sind jetzt in der Endphase. Der Start wird gleich freigegeben und ja, an alle Fahrer viel Glück, Hals und Beinbruch und keep racing. Ach, wir haben ja noch ein Warm-up von 10 Minuten. Wir haben noch ein kleines Warm-up. Der eine oder andere kann Warm-up, vielleicht noch kleinere Veränderungen durchführen. Jetzt wird natürlich auch Marlo wieder dazustoßen. Und in der Tat, also Moritz fährt auf jeden Fall nochmal, Dr. Gonzo und Pat McMahon fährt auch nochmal. Ja, damit ich hier wieder meinen schönen Boxenmonitor benutzen kann. So, perfekt. ja, das ist eigentlich jetzt nur noch das Warm-up, noch einmal vielleicht auf die Strecke zu gehen, sich vielleicht noch die einen oder anderen Bremspunkt auszusuchen und zu merken. Und ja, für Setup-Veränderungen wäre das jetzt eigentlich kein so guter Zeitpunkt mehr. Hier muss jetzt eigentlich das Fahrzeug stimmen. Hier kann man nur noch gucken, wie verhält sich mein Fahrzeug, was machen die Reifen. Aber große Veränderungen kann man hier eigentlich gar nicht mehr vornehmen. Das Einzige, Und vielleicht tanken. der, Entschuldige, erzähl weiter. Ja, tanken, weil ich gehe mal davon aus, dass alle Fahrer so leicht und mit so viel Abtrieb wie möglich ihre Qualifying-Runde gezogen haben. Das heißt, das Tanken, richtige Reifen drauf und ja, in sich kehren, sich konzentrieren auf das vorbestehende Rennen. Und ja, kann ich jetzt an dich weitergeben. Du hattest auch noch etwas, was du. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir der Bitte aus dem Chat natürlich nachkommen, ja, dass wir direkt nach dem Start an die Spitze gehen, sobald ja, die Queue auch stattgefunden haben. Ganz klare Sache. Das hintere Feld
werde ich natürlich im Auge behalten und werde auch informieren darüber. Und die Spitze wird dann natürlich durch Plotti gezeigt. Okay, ich werde es versuchen, obwohl ich weiß gar nicht, wo hier die Handbremse ist. Komischen Controller. Habe ich überhaupt eine? Ja, also ich bin Controller, kein Freund gute von Frage. Controllern, ne? Also ich bin kein Freund von Controllern. Aber ich werde das genauso wie du machen. Ich werde mich dann einfach bis zur Gerade runterfahren und dann einfach rückwärts. Und mal gucken, vielleicht wird man sofort Lotti, tu mir bitte einen Gefallen, keine Experimente mehr. Geh du bitte zurück als Zuschauermodus und Dings lass dich disqualifizieren, weil wir können heute keine Dings mehr Experimente gebrauchen. Bitte machen Okay, wir das so. machen wir so. Danke. Ich bin raus. Jo. So, wen haben wir denn im Moment auf dem Kurs? Wer feilt denn noch mal so ein bisschen? Na klar, Manu muss schauen, dass er ja, rausfindet, ob er seine Zeiten da von eben zumindest wieder hinbekommt. Dadurch, dass er jetzt das Qualifying leider nicht mitmachen konnte. Edge fährt auch noch mal, Moritz Meyer auch. Also die einzigen, die jetzt gerade noch in der Box sind, das sind im Endeffekt Steel und Dr. Gonzo. Der Rest, die fahren alle noch mal. Einfach um sich dran zu gewöhnen. Ja, wahrscheinlich vollen Tank, wie ist es? Zwei, drei Runden mit Start. Ja, wir sind jetzt im Moment hier bei Manu und technisch sieht das sehr sauber aus. Alles scheint im grünen Bereich zu sein. Ja, und da Das ist verbremst er sich richtig. leider. Und jetzt verbremst er, habe ich jetzt gerade noch einen roten Mercedes gesehen. Nur zur Info, es kam noch einer von der Liga dazu. Da kam auch ein Warm-up rein. Nicht, dass ihr irritiert seid. Ah, ja, okay. Ich war jetzt gerade irritiert, weil ich jetzt einen zweiten SLS gesehen habe, einen roten. Das war mir jetzt gar Ja, nicht so. das ist der von Edge, der dazu Ach ja, kam. richtig, Edge. Ja, genau. Ja, die Jungs sind so heiß, dass sie sich selbst in der Warm-up noch den einen oder anderen Fight liefern. Hier unter Dr. Gonzo und Moritz Meyer war das, glaube ich. Ja, genau. Aber gut, das sind auch so kleine Erfahrungswerte. Wo kann ich ansetzen, jemanden zu überholen? Das ist auch natürlich eine ganz wichtige Information, die sich jeder Fahrer aufnimmt, wo Ja, man, vor allem auf dieser Strecke, ne? Das ist ja, nicht so einfach hier zu ich weiß, überholen. ganz genau. Und von daher ist das natürlich auch interessant so zu sehen, dass die Fahrer da auch mit sich spielen, ne? Das ist einfach geil, ne? Noch eine Frage im Chat, die kann man natürlich beantworten. Und ja, man kann mitfahren, indem man sich anmeldet und wird aber wahrscheinlich dann eher erstmal warten müssen, bis man wirklich dann auch aufgenommen wird. Ja, das ist im Moment noch eine Vorabliga. Unten in dem lila Balken siehst du, dass wir da einen Facebook-Link haben. Und ich bin mir sicher, dass der liebe Nightbot irgendwann auch mal wieder einen Link posten wird, die da heißt Anmeldung @vmltv.de, ja, wo du dann deine Daten mit PSN-Namen und so hinterlegen kannst, Fahrzeugstyle, GT3-Klasse. Und dann landest du auf der Anmeldeliste. Wir schauen So, mal jetzt auf haben die wir noch 3 Tabelle. Minuten. Ja, René, wie gehabt auf Platz 1, gefolgt von Red Harper.
Fahrzeuge scheinen aber durchaus vollgetankt zu sein. Also zumindest bei René, ja, wenn man das so sieht, das sind 2 Sekunden fast Unterschied. Da wird Ja. er nochmal was mit vollgetanktem Zustand mit Ja, ausgetestet haben. auch ein ganz wichtiger Faktor, weil ein Fahrzeug, das vollgetankt ist, möglicherweise auch noch einen anderen Reifensatz drauf hat, kann sich natürlich ganz anders verhalten, ne? Dass man dann beim Start ja Natürlich. plötzlich merkt und dann eine Überraschung erlebt. Aber die Fahrer sind eigentlich Profis genug, dass sie genau wissen, ich fahre jetzt nochmal raus, gucke, wie verhält sich das Auto im vollgetankten Zustand, was sagen meine Reifen, und testet vielleicht den einen oder anderen Bremspunkt nochmal an, ob er den vielleicht noch ein Tickchen weiter nach hinten legen muss, um ein paar Bremser zu vermeiden. Aber ich denke mal, die Fahrer sind eigentlich ganz gut darauf vorbereitet. Und das wird eigentlich gut laufen. Oh, Pat McMahon hat sich jetzt noch mal in der IndyCar-Schikane verbremst oder hat freiwillig da Platz gemacht. Müsste man mal schauen, ob er gerade. Ja, eigentlich hätte er Zeit gefahren, also ich gehe von einem Verbremser aus. Ja, ist keiner so weit in der Nähe, so wie ich das gerade sehe. Immer sehr schön, diese Schikane zu sehen hier, wie sauber die doch die Fahrer, die doch die nehmen, möglichst einen Cut zu vermeiden. Ja, den handelt man sich dann auch, vor allem wenn man rausfährt aus der Schikane, relativ schnell ein, ne, wenn man die Ja. zu weit über die Curbs da räubert. Geht relativ schnell an der Stelle. Aber wenn man gut reinkommt, dann kommt man ja auch in der Regel dann wieder vernünftig raus. Ja, ich denke mal auch, das liegt auch ein bisschen, wie man die Kurve anfährt, ne? Manchmal nimmt man die Kurve eigentlich so an, dass man eigentlich gerade rüberfahren kann. Und da wird es dann gefährlich, ne? Dann kann das durchaus passieren, dass man da schnell sich einen Cut einfängt. Aber man muss wirklich diese Kurve in so einer S-Form fahren, ne? Man kann die also nicht sehr gerade machen. Oh, Manu hatte jetzt gerade einen Ausrutscher, ist wohl mit den Hinterrädern auf Gras gekommen Und dreht und sich ja. nochmal. Ja, er Oh. mal ein Pirouette, wollte jetzt das einfach mal sehen, wie funktioniert das jetzt hier alles. Oder das Lenkrad hat wieder ein Problem. Ich will es nicht hoffen. Einmal rückwärts rollen. Wieder vorwärts. Also da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Oh. Oder er hat es jetzt einfach nur noch abgewartet. Gut. Warm-up vorbei. Quali-Zeiten stehen fest. In ein paar Sekunden wissen wir mehr, wenn es in die erste Schikane geht. Haben gesagt, du gehst Zuschauermodus. Alles klar, gut. Oh, jetzt war ich natürlich, ach ja, das, ne? Das konnten wir natürlich jetzt nicht ahnen, aber ist ja alles gut gegangen. Bei mir lenkt schon wieder nicht. Ich muss echt hier. Also ich bin jetzt schon auf bei den Fahrern und sehe, dass also der Start wohl gut vonstatten gegangen ist. Die Positionierung aller Fahrzeuge sind, glaube ich, genau in der Reihenfolge, wie sie dann auch im Qualifying gefahren wurde. Zurzeit bin ich bei Elute. Hier kann man sehr schön sehen. René auf Platz 1. René auf Platz 1, Banana auf zweiten Platz 2, Moritz Meyer auf Platz 3, Radhaber auf Platz 4,
Ich glaube, Red Hopper hat einen Platz an Moritz Meyer abgeben müssen. Eluga auf Platz 5. Pac-Pac-Man auf Platz 6. Mano auf Platz 7. Steel auf Platz 8. Edge auf Platz 9. Dr. Gonzo auf Platz 10. Na, wenn das mal gut geht. Ja, so, ich bin auch dabei. Ja, Dr. Gonzo konnte einen Platz gut machen gegenüber Edge. Sehr schönes Überholmanöver. Die Spitze setzt sich schon ein wenig ab. Also René, der gibt da schon ordentlich Gas. Der hat ein paar Meter Luft, ja, und dahinter klar, Banana Moritz und Red Hopper. Und ja, zwischen Banana und Moritz, Kampf um Platz 2, das wird eine richtig enge Kiste. Oh, Moritz. Der will vorbei, der könnte schneller. Setz dich daneben. Naja, so, da reicht's nicht. Ja, wir sind dicht aufeinander, klar. René konnte sich mittlerweile absetzen und hier sieht man die Power, die Audi-Power, die hier wegzieht. Aber der McLaren ist da etwas besser in den Kurven. Und also Red Hopper und Elute können das Tempo nicht ganz mitgehen, ja, von Platz 2 bis 4. Das schaffen sie nicht ganz. Also da entsteht auch so langsam eine kleine Lücke. Wobei, na klar, beim Anbremsen Moritz kommen sie wieder rein. Meyer hat sich jetzt verbremst. Moritz, Red Hopper verbremst. Ja, genau. Ich glaub, es bleibt eng. Vorne, es bleibt eng, da Platz 2 bis 5. Sehr schön, wie die hier durch die Schikane fahren. Alles gut. So, mal sehen, ob Elute angreifen kann. Auf Platz 5 gerade. Ist relativ nah an Red Hopper, aber das reicht natürlich nicht. Da fehlt dem BMW die Power. Oh, und hier hat sich Red Hopper verbremst. Oh, das wird jetzt ein bisschen eng. Das war, glaube ich, ein bisschen zu eng. Hier kommt der Konter von Elute. Und er kann sich doch noch durchsetzen gegenüber Red Hopper. Und ist somit auf Platz 4. Red Hopper ist auf Platz 5 zurückgefallen. Platz 6, hier Manu ist ja von Platz 7 auf Platz 6 vorgefahren und schließt jetzt auf Red Hopper auf. Ja, das wird noch spannend da. Die 3, das könnte was geben. Also lag ich ja, die drei Führenden, die haben schon etwas Luft. Ja, vor allem selbst René konnte schon etwas rausfahren auf Banana. Moritz bleibt am Banana dran, also die fahren wahrscheinlich relativ konstant gleiche Zeiten. Ja, und zwischen Elute, Red Hopper und Manu, das ist relativ eng da. Da wird noch was passieren. Ja, auf Platz 10 hat sich gerade Pac-Man einen kleinen Cut eingefangen und ist auf Platz 10 zurückgefallen. Platz 9 ist auf Platz 9 ist jetzt Edge, der konnte sich eben halt da durchsetzen. Auf Platz 8 Dr. Gonzo, auf Platz 7 Steel. Ja, und jetzt sind wir hier wieder bei Mano und Red Hopper und Elute. Und die drei sind sehr nah aufeinander, kommen jetzt auf die Zielgerade. Die Abstände, Spitze. Ah, also im Moment sieht es noch einigermaßen. Ah, Moment.
Falsche Anzeige. Jetzt wollte ich gerade so schön was durchgeben hier. So. Ja, die Abstände wären natürlich jetzt interessant. Ich bleib mal hier bei den dreien. Ja, bleib dabei. Also. Also es ist wirklich sehr schön zu sehen, dass Manu die Pace dieser drei Fahrzeuge mithalten kann und mit seinem schweren Mercedes und schickt sich an, jetzt hier langsam Etappe anzugreifen und zeigt sich schon mal. So, René hat Abstand zu Banana, ja, 3,2 Sekunden. Mittlerweile schon. Also der kann was rausfahren, wie es aussieht. Ja. Und Banana, da hängt Moritz direkt mal eine Sekunde dahinter. Also nicht mal. Da geht es noch relativ knapp zur Sache. Da könnte sich noch was ändern. Vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wir haben über Boxenstopps geredet. Ja. Die werden stattfinden, die werden kommen. Ja. Wenn Moritz vielleicht nicht im Rennen überholen kann, eventuell dann durch einen Boxenstopp. Muss man abwarten. Ja, den muss er dann relativ früh angehen, obwohl man muss hier schon da die richtige Taktik anwenden. Richtig. Ein zu früher Stopp kann sich negativ auswirken, während ein zu später Stopp genau das Gleiche bedeuten kann. Also hier muss man schon genau den richtigen Zeitpunkt. Jetzt Manu versucht, Red Hopper anzugreifen. Hier kommt die Mercedes-Power wieder zum Vorschein. Ein wunderschöner Überholvorgang. Red Hopper musste sich dem Mercedes geschlagen geben. Manu jetzt auf Platz 5. Red Hopper auf Platz 6. Oh, es tut sich was um Platz 2. Ja, Moritz Mayer wieder dran am Banana. Moritz ist echt dran. Ja, jetzt wieder die Audi Power, die merkt man hier ganz klar auf der großen langen Strecken, da ist der Audi einfach extrem. Aber, ja, aber Verbremser. Ah, Moritz traut sich nicht daneben zu gehen, das wäre natürlich auch sau eng geworden, ne? Ja, das sehe ich auch so. Ich schau mal, ob Red Hopper vielleicht noch an Manu dranbleiben kann oder ob Manu wirklich Abstand gewinnen ja, kann. Ich bleib mal bei den beiden Moritz Mayer und Banana. Natürlich zieht Manu auf der Geraden weg. Ja, da macht der McLaren nichts. Hinten im Feld, da geht es relativ gesittet zu. Na, da fahren noch Red Hopper, Steel und Pac-Man fahren da noch hintereinander. Aber, Dr. Gonzo Cut. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Grüppchen wieder etwas auseinander. Ich habe das Gefühl, dass Banana jetzt ein wenig auf René aufholen kann. Hast du gerade die Zwischenzeiten oder den Abstand zu René zur Hand? Weil ich möchte jetzt eigentlich hier bei den beiden bleiben. Na klar, ja. Na klar habe ich den Abstand. René hat 4 Sekunden Vorsprung. 4 Sekunden. Sollten wir vielleicht mal im Auge behalten, weil es optisch eigentlich so aussah, dass sich Banana trotz alledem durch den Zweikampf auch noch an René herankämpfen kann. Jetzt hat Moritz Mayer im Moment gefunden. Also bleibt der Abstand da doch konstant. Okay. Es scheint konstant. Leicht erhöht sich leicht wieder, verringert sich je nachdem, welcher Kurve man gerade ist. Ja. Seine Sektorzeit, also der fährt auch konstante Zeiten, Rundenzeiten.
da tut sich nicht viel von Kurve zu Kurve. Ja, irgendwie habe ich so, möchte ich hier eigentlich gar nicht wegschalten zwischen den beiden, weil Das es ist auch doch gerade relativ am eng ist. engsten, Ja. genau. Wie gesagt, die anderen Abstände, Elute zum Beispiel, ja, der jetzt hinter Platz 3, also hinter Moritz ist, ist Elute auf 4 und sein Abstand zu Moritz sind schon über 5 Sekunden und ja, Manu ist 4 Sekunden hinter ihm dann wiederum. Die fahren gerade alle ein wenig ihr eigenes Rennen, versuchen halt die Rundenzeiten zu halten. Bei Manu sieht es so aus, als könnte er dann noch wirklich was gut machen. Der fährt auch wirklich vernünftige Zeiten. 1,58,9, das ist Das sind gutes schon Rennen. Oh. Spitzenzeiten. Sonst hat Emanuel immer so das Problem, dass er unter 2,0 oder 1,59er Zeiten fährt. Jetzt fährt man mittlerweile 58er Zeiten. Ich möchte wetten, dass er auch in diesem Rennen seine Pace noch um eine Sekunde verbessern kann. Also ich denke mal, eine 1,57 dürfte noch drin sein. Ja, ich gehe auch davon aus, dass er sich noch verbessern wird. Wie gesagt, er hat ja auch selber, ne, ja, am frühen Abend heute gesagt, dass er mit Sicherheit Reifen wechseln muss. Und wenn der Tank dann leerer wird, wieder frische Reifen drauf sind, da wird er wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen was an seiner Zeit knabbern können. Ich gehe davon aus, dass er es verbessern kann. So, hinten, Kampf um Platz 8 um Platz 7, Entschuldigung, könnte sich entwickeln. Ja. Steele kommt wieder näher ran an Pat McMahon. Wenn jetzt zur Zeit da ein bisschen verbremst, wisst ihr? Und auch dahinter, also gut, da sind die Abstände noch ein bisschen größer, aber dafür, dass Edge halt gar nicht mitgefahren ist, bleibt er eigentlich noch ganz gut dran an Dr. Gonzo. Da ist der Abstand zwar knapp 1,5 Sekunden, aber das ist alles noch im Rahmen, wo man auch noch wieder, den man dann wieder ja, rausfahren kann, ne? Um wieder ranzukommen. Leichter Verbremser von Steele, aber alles gut. Aber ich denke mal, die beiden haben sich jetzt hier irgendwie eingefahren, weil die Abstände zu den beiden eigentlich immer konstant bleiben. In manchen Kurven sieht man, hat der BMW eigentlich seinen Vorteil und auf einer langen Gerade zieht der McLaren einfach den BMW weg. Ja, und das gleiche Phänomen sieht man eigentlich auch genauso im Kampf um Platz 2. Oh, Moritz jetzt leicht im Gras, verliert natürlich dadurch wichtige Meter. Vor allem rausbeschleunigen aus der Kurve war ein bisschen ärgerlich mit Sicherheit, aber ja, bleibt trotzdem an Banana dran, das passt schon. Aber da sieht man halt immer, ja, wie er halt gegenüber dem Audi auf der Geraden verliert und dann in den Kurven wieder gewinnt. Ja, hier kann also eigentlich Moritz Mayer nur auf einen kleinen Fehler hoffen. Ansonsten wird es für ihn schwierig, hier wirklich einen Überholvorgang durchzuführen, weil er einfach an bestimmten Stellen einfach zu weit weg ist, weil der Audi einfach zu viel Power hat. Und hat dadurch nicht die Chance, dann in irgendeiner Kurve dann vielleicht seine Kurvengeschwindigkeit hier unter Beweis zu stellen. Sag mal, ist der Abstand zwischen Banana und Rena noch kürzer geworden oder sieht das so aus? René hat immer noch konstant 4,1 Sekunden 4,1 Vorsprung Sekunden, und hält okay. auch echt eisern seine Rundenzeit. Der kam jetzt gerade über die Linie, ja, und der hält wirklich eisern seine Zeit. Der fährt konstant Moritz Mayer 1,57,7, versucht. 1,57,8. Versucht, hat er gerade versucht, hat sich mal gezeigt, dass er auch außen vorbeifahren kann. Banana war da völlig unbeeindruckt drüber und zieht einfach seine Linie durch und kann sich also auch entsprechend behaupten.
Aber Moritz Meier ist dichter dran. Ah, das wird noch was, auf jeden Fall. Das Jetzt kommt er wird in jedem. durch die Kurven, ja, kommt er hier, wie man sieht, kommt er wieder schön ran. Leichter Verbremser vom Banana. Jetzt ist er natürlich hinten fast schon an der Stoßstange, klar, aber dann kommt wieder Audi Power, zack, weg ist er. Na, und da kommst du nie an der Kurve dran. Ja, und Ups, da Banana wäre macht die zu. beste Möglichkeit, nämlich zu überholen. Ganz genau. Aber Natürlich. da hat er einfach zu wenig Power, der McLaren. Auch hier in der Schumacher ist der Audi eigentlich eher überlegen. Aber Moritz Mayer kann richtig dranbleiben. Das ist einfach geil. Ja. Und jetzt kommt natürlich wieder die lange Gerade, wo der Audi wieder besser geht. Also das ist Ziehharmonika, was wir da gerade sehen. Kurve kommt er ran, gerade, na, verliert Oh, jetzt ist er er. Oh, vor. Ja. knapp, das war knapp. Also ich glaube, er muss sich auch irgendwann trauen. Er muss so nah dranbleiben, ja. Und dann, wie du gerade sagtest, auf diesen leichten Verbremser hoffen, so wie in der dritten Runde schon. Wie er sich. Oh, René wurde getrennt. Ah nein. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Jo, René ist René raus. wurde getrennt auf Platz 1 liegend. Damit ist jetzt Banana auf Platz Oh. 1, René auf Platz 2, Illute auf Platz 3, Manu auf Platz 4, Red Hubber auf Platz 5. Manu konnte sich jetzt von Red Hubber gut lösen. Auf Platz 6 Pack Pack Main, Steel auf Platz 7, Age auf Platz 8. Gonzo war jetzt gerade mal Gänseblümchen pflücken auf Platz 9. Schalten wir schnell wieder nach vorne. Ja, Zwischen vorne ist Mano und natürlich jetzt Elute. saueng. Ja. Ja, Kampf um Platz 1 und das kann hier noch ein wenig dauern. Ja, wir haben noch 20 Runden. Jetzt sind natürlich die Plus Gemüter noch Stop. heißer. Ja. Plus Stopp, ja, ganz genau. Jetzt sind die Gemüter natürlich noch heißer und jetzt will man natürlich alles daran setzen, hier in Sicht nach Hause zu fahren. Ja, technische Probleme bei René, was einen Ausfall zur Folge hatte und was natürlich sehr, sehr traurig ist. Aber Ja, so er spielt schreibt das auch ja im nicht. Chat gerade, er wurde getrennt, ja, und er ist echt, ich meine erste Reaktion war ja genauso. Er Ja. ist an Führung liegend und dann wird er getrennt. Mann, Da ist oh, der Cut! Cut Und dann fährt er von hinten auf, aber alles Banana. vorbei. Moritz jetzt auf Platz 1. Das wird noch. Da sehen wir noch einige. Jetzt hat Moritz Meier. Oh, nochmal Cut! Ja, jetzt hat Moritz einen Cut und jetzt schon tauschen sich die Plätze wieder. Aber wo hat er sich denn da den Cut geholt? Das wäre Stil mir. ist auf 7. Wurde gerade gefragt, deswegen sage ich das. Nur Ja. mal so zwischendurch. Und Stil hat Abstand. Oh, Edge ist ja, 2 Sekunden hinter ihm und hat selber Abstand nach vorne von fast 6,5 Sekunden. Müsste er aufholen auf Pat McMahon. Ja, Manu immer noch auf Platz 4. Vielleicht sollten wir auch mal hier vielleicht die Abstände mal beobachten. Ob Manu nicht in der Lage ist, noch Elute anzugreifen, zu gucken, ob er vielleicht doch das ein oder andere Meter näher rankommt. Vielleicht doch Also mal. er kann es leicht verkürzen. Es war vorhin 5,5 Sekunden, jetzt sind es 4,5 Sekunden, aber da liegen 3 Runden zwischen. Er ist etwas schneller, aber gut, das Rennen ist noch lang. Ja? Wie gesagt, Boxenstops kommen noch. Könnte sich was entwickeln, wenn er denn wirklich das Tempo so weiterfahren kann und wenn Elute natürlich nicht schneller wird. Ja, dafür ist er gut, ne? Weil Lute kommt jetzt langsam auf Moritz Meier.
fährt auch ja, durch die, sie hatten beide Cuts, ne? Die beiden Jungs da vorne. Und na klar, Elute kommt natürlich dadurch jetzt auch wieder ran an die ersten beiden. Naja, das pusht ihn natürlich jetzt auch nochmal, weil er schnüffelt hier Platz 2. Und er ist wirklich gefährlich nahe gekommen, ne? Wenn man das so ja sieht. Moritz Meier in der Box, Moritz Meier in der Box. Ja, in welcher Runde sind wir jetzt? Wir schauen mal auf die Tabelle. Runde 11. Runde 12, 11. So gesehen. Wenn das nicht zu früh war. Das war wirklich relativ früh. Ich schaue, wo er zurückfällt auf 5. Schauen wir auch mal die Karte. Etappe auf Platz 4, hat hier einen leichten Verbremser. Also 5 könnte er halten, wenn er jetzt wirklich dann auch gleich mal losfahren könnte. Pac-Man ist langsam, hatte wohl einen Cut. Das kommt natürlich Stil entgegen. Moritz fährt wieder raus. Und Pat McMahon ist jetzt schon auf Startziel, natürlich mit gehörigem Überschuss. Das wird knapp. Kommt vorbei. Nein, er kommt vorbei. Moritz sortiert sich auf 6 wieder ein. Ja, wenn der Stopp ist zu früh. Der Stopp ist zu früh. Recht früh. Ja, ja, damit Manu ist jetzt auf Platz 3. Ich denke mal, er wird die Position wohl nicht lange halten können, weil wir gehen davon aus, dass er auch einen Boxenstopp machen muss. Und dafür ist sein Abstand einfach zu gering. Ja, Elute jetzt mittlerweile auf Platz 2. Das ist der lachende Dritte in dem ganzen Bunde. Obwohl, da kann man ja gar nicht drüber lachen, weil René ja durch technische Probleme ausgefallen ist. Und das ist natürlich relativ traurig. Es ist sehr, sehr, sehr schade. Das tut mir echt leid. Im Qualifying die besten Zeiten gefahren, im zweiten Quellen. Oh, Banana geht auch an die Box. Banana geht auch an die Box. Jetzt wird es natürlich interessant. Kommt der von Moritz wieder raus? Na? Ja, jetzt fährt Elute auf Platz 1. Ganz eindeutig. So, dann schalten wir doch mal auf Red Harper. Jetzt auf Platz 2. So, Mane auf Platz 4. Moritz fährt gerade Richtung NGK-Schikane. Kommt da auch sauber durch. Ja, letzte Kurve. Vorstartziel. Audi steht immer noch in der Bank, in Boxenstopp. Fährt jetzt los. Jetzt fährt er los. Und das wird, das könnte auch eng werden. Ah, nee, das reicht, das reicht. Ja, natürlich, das reicht locker. Für Banner. Und zwar um Längen. Um Längen. Also ich denke, da muss er dann aber wirklich dann doch was rausgefahren haben, ne, in dieser Runde. Ja, oder der Boxenstopp war kürzer bei Banana als bei Moritz. Das glaube ich nicht, weil das war nur Reifenwechsel. Also es wird ja nicht getan. Oder Moritz hat irgendwo erhebliche Zeit liegen lassen. Ja, Manu schickt sich an, jetzt hier Red Harper anzugreifen. Also, der Sven im Chat meint gerade, es war wohl zu 99% ein Aeroschaden bei Moritz. Also, ich nehme an, das ist nur eine Vermutung, aber gut, okay. Da können wir auch nur mutmaßen, ob es wirklich so war. Das müssten wir hinterher erfahren. Aeroschaden, wodurch hat er sich den zugezogen? Durch den... Ja, vielleicht durch den Auffahrer, den sie ja kurz da veranstaltet hatten. Ja, nachdem, kurz bevor er überholt hat. Da könnte was passiert sein. Ist durchaus möglich, aber mir eigentlich so nicht aufgefallen, dass er jetzt dann plötzlich so langsam wurde. Aber das kann der Fahrer natürlich immer am besten beurteilen, wie sich sein Fahrzeug dann plötzlich verhält. Und dann ist es natürlich richtig, dass er sofort dann auch in der Runde dann in die Box gefahren ist, um schnellstmöglich den Schaden wieder zu beheben. Um nicht noch, vielleicht doch mehr Zeit zu verlieren. Und Manu kommt, Red Harper immer näher.
Ich wollte es gerade sagen, also da wird jetzt noch was passieren. Ja, aber bei Manu besteht nämlich genau das gleiche Problem wie zwischen Bernana und Moritz. Er muss hier wirklich auf den Verbremser, auf den Fehler, auf eine Unachtsamkeit des Gegners achten, um hier seine Chance zu nutzen. Ansonsten wird er wohl kaum an den McLaren vorbeikommen, weil der Es wird McLaren schwer. einfach schneller Ja. ist. Der Mercedes eigentlich eher im mittleren Drehzahlbereich seine Power ausentfalten kann, und das reicht ihnen dann meistens in der Regel nicht, hier wirklich sich einen Vorteil herauszufahren. Und ich denke mal, Red Tapper wird den Teufel tun, irgendetwas zu tun, wo er das Risiko eingeht eines leichten Verbremsers, eines Cuttes oder sonst irgendetwas. Ja gut, aber auf sowas kannst du ja schlecht spekulieren. Ne? Ja, nee, ist schon klar. Es kann natürlich immer passieren, aber Manu geht Ja. aber in die Box. Manu geht in die Box, ja. Manu geht in die Box. Damit hat sich. Klar, dadurch rutscht er jetzt wieder zurück, ja, und muss er halt darum jetzt hoffen, dass er natürlich dann die nächsten Runden wirklich gut durchkommt. Ja? Vielleicht sogar Ja. seine Zeit verbessern kann und Red Harper ja vielleicht sogar etwas Zeit verliert. Dann könnte er natürlich, hat auch einen leichten Verbremser gehabt jetzt Red Harper, ne? Am Ende, also an der Yokohama-Kurve, Ende Start und Ziel, kam aber noch vernünftig durch. Um die Zuschauerfrage zu beantworten, eigentlich ist das schnellste Fahrzeug von der GT3 Serie der SLS das schnellste Fahrzeug mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 290. Allerdings muss man hier sagen, dass der Mercedes auch das schwerste Fahrzeug ist und eigentlich seine richtige Kraft nicht so richtig entfalten kann. Platz 1 immer noch Elute mit einer 1,58, 1,39. Auf Platz 2 Red Hopper mit einer 57, 2, ich kann das jetzt so schlecht lesen hier, 2,2, 0. Auf Platz 3 Banana mit 1,57, 5,53. Auf Platz 4 Moritz Meyer mit 1,57, 3,06. Pac-Batman mit einer 2,0. 00224. Und Manu Das ist ist eine ganz wieder, enge Sache gerade da. ja, Ich wollte zwischen gerade sagen, Pac-Man da solltest du und, draufbleiben. ja. Wie Und findet geht der. auch dran. Na, der findet die Lücke, aber das reicht halt nicht beim Rausbeschleunigen, ja. Das reicht nicht. Nein, der Aston ist nicht der schnellste. Das ist ein. Das war ein Boah, Cut. das war ein Cut. Ich denke, mit seiner Maximalgeschwindigkeit läuft der dann jetzt vorbei. Aber das war ein Ja, er Cut. ist übers Gras gekommen. Ich wollte es noch nicht beschreien, ja, als ich es gesehen habe, aber dann wurde er langsamer. Und ja, das war ein Cut. Klar, hat Manu davon jetzt profitiert, aber ich denke, er hätte sehr viel Druck ausüben können auf Pat McMahon und hätte sich dann auch wahrscheinlich so den Platz 5 wiederholen können. Gehe ich von aus. Also man streitet sich gerade darüber, ob der McLaren, der Aston Martin mit einer Topspeed von 315 das schnellste GT3-Fahrzeug ist. Ich glaube es nicht, dass es so ist. Ja, muss man nachgucken, Ja, müsste man könnte man nachschauen, ja. vielleicht nachher mal diskutieren drüber. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal weiter aufs Rennen. Ja, Elute Ja, immer noch auf denn. Platz 1. Bin mal Und Pat gespannt, wann die. McMahon hat den nächsten Cut. Also, Das ist. er will natürlich auf Teufel komm raus, da an Manu dranbleiben und ja, Ende statt Ziel, Yokohama-Kurve. Leider zu eng genommen und Cut kassiert und. Dadurch hat Manu natürlich jetzt einen Vorteil und kann wahrscheinlich jetzt auch endgültig davonziehen.
Ja, das ist, sieht fast so aus, als wäre. Aber mir ist auch aufgefallen, ich habe bisher bei Manu noch nicht einen einzigen Fehler gesehen. Richtig, der fährt richtig sauber, ne? Der hat auch gerade wieder seine Sektorzeit hier, also im ersten Sektor konnte er verbessern. Sprich, klar, der Tank wird leerer, frische Reifen, ja, er wird schneller. Wie vermutet schon. Ja, das tut uns wirklich wahnsinnig leid um René, aber ja, es ist es so. Edge auf Platz 7, dicht gefolgt von Steel auf 8. Also, ja, da könnte vielleicht, wenn wir jetzt schon so keine Zweikämpfe gerade auf der Strecke haben, ja, vielleicht könnte man da mal draufschalten. Wir Könnte sind vielleicht drauf. interessant werden, weil die Abstände sonst auf der Strecke, ja, die sind schon deutlich mittlerweile. Was eigentlich schade ist. Ja, vor allem. Schade halt mit René. Ja, du liegst auf 1 und dann so ein Mist. Sowas, Ah. ja. Ja. Es hätte ja unter Umständen auch nochmal ein schönes Dreierfeld geben können, ja, um die ersten Plätze. Weil 4 Sekunden wäre ja eventuell machbar gewesen. Ne? Ja, Edge Gut. fährt jetzt in die Den. Box. Damit hat sich der Zweikampf auch erledigt. Und Steele bleibt auf der Strecke und fährt weiter. Ah, der muss auch rein, der muss auch rein. Der hofft jetzt nur, dass er halt etwas schneller fahren kann, vielleicht. Manu hat jetzt ganz völlig freie Fahrt. Moritz Meyer auf Platz 4, auch völlig freie Fahrt. Banana konnte sich also entsprechend absetzen. Auf Platz 3. Red Happer auf Platz 2 und ist jetzt langsam an Elute dran. Ja,